Was mich interessieren würde, auch, weil du meintest, Final Fantasy 15 war für dich so furchtbar schlimm. Wieso fandest du das so schlimm? Es wäre schön, wenn wir etwas Eindeutiges finden. Also für mich war es halt. Welche Vorschläge? Untersuchen wir kein richtiges Final Fantasy mehr in dem Sinne. Es war okay, halt eher so. Kommt direkt die nächste Frage. Was ist denn für dich ein richtiges Final Fantasy? Also bis Teil. Ja, gut. 13, 14, 14 ist gut als Online-Game, 11 fand ich ja nicht so gut. Für mich ist es halt wichtig. Also mich hat die Story nicht gereizt. Es war. Du wurdest halt in die Spiel reingeworfen, nur das von Tun und Blasen, da überhaupt keine Ahnung. Mich hat die Gruppe an sich überhaupt nicht gereizt. Erstens, weil sie gefühlt alle gleich aussahen, auch. Sie sahen zwar nicht gleich aus, aber es war trotzdem. Die Gruppe an sich war einfach. Es war nicht so wie zum Beispiel eine Yuna in Final Fantasy X oder Cloud und Tifa in FF7. Es fehlt halt so dieser Charme in der Gruppe. Also du musst aber jetzt auch berücksichtigen, das liegt daran, weil. Bei Teil 15 war das eine Gruppe von Freunden, beziehungsweise ja. Kings mit Gefolge, die gemeinsam aufgebrochen sind aus demselben Königreich. Wenn sowas wie Tifa, Eris und Cloud sich während der Story gefunden haben. Ja, also sowas hat mir halt gefehlt und es gab da halt auch so mehrere Szenen, auch das direkt am Anfang mit dieser Werkstatt. Das sind so Sachen, die offene Welt war super. Die Grafik war auch super, musikalisch war es auch super, aber mich hat die Story einfach sowas von überhaupt nicht gereizt. Ja, was nützt dir denn eine tolle Grafik in einem schlechten RPG? Ja. RPG muss eine Story wichtig sein. Genau das war halt das Ding, weswegen ich es nicht weitergespielt habe, weil die Grafik kann noch so gut sein. Die Sachen können noch so gut animiert sein. Es kann alles noch so toll sein, wenn die Story einfach für den Müll ist. Und ich habe es glaube ich, 3 oder 4 Stunden habe ich es gespielt. Und dann habe ich gedacht, nee, die Story ist einfach nichts für mich. Ich habe zweimal versucht. Zweimal habe ich dem ganzen Ding eine Chance gegeben. Und jedes Mal dachte ich so, nee, nein. Ja, ich fand es auch nicht besonders, aber ich habe es durchgezogen. Also, das ist genauso wie ich Final Fantasy 2 mag ich zum Beispiel auch nicht. Das finde ich einfach 1:1 von Star Wars kopiert. In vielerlei Hinsicht, weil 2, ja, nee, die Story war überhaupt nicht meins. Und es war auch. Teil 1 und 2 habe ich tatsächlich nie gespielt. Also in Teil 2, du kannst es dir rein theoretisch sparen. Du läufst eigentlich nur von A nach B nach C. Du läufst von C wieder nach A. Von A musst du wieder nach. Also musst du nach D laufen. Von D musst du nach C laufen. Von C musst du nach B laufen. Von B musst du nach A laufen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, was du in den ersten Spielstunden machst. Es hat überhaupt keinen Sinn. Du könntest die Sachen komplett einmal abgehen, ohne dass da irgendwas zwischen ist. Nein, du musst jedes Mal wieder zum Anfangspunkt zurück, dann wieder zurücklaufen, dann nochmal wieder zurück. Dann wird dir noch nicht mal gesagt, wo du hin musst. Dann musst du irgendwelche Codewörter finden. Und dann hast du noch die Äquivalenz zu Star Wars, wo du dir nur denkst, so, ja, könnt ihr euch keine eigene Story überlegen, weil, Ja gut, die Frage, muss ich dich kurz unterbrechen, die Frage ist, warum ist Final Fantasy 2 so? Kennst du die Antwort? Nee, leider nicht. Ich hätte sie gerne. Ich hätte sie echt gerne. Okay, die Frage, warum heißt Final Fantasy Final Fantasy? Ja gut, das ist, wenn man zumindest dem Satz des Entwicklers ja Glauben schenkt, heißt das Spiel ja eigentlich nur so, weil es ja ihre letzte Hoffnung war. Weil es ja das letzte Spiel war, was sie ja produzieren wollten. Genau, das und war nicht ihre deswegen, letzte Hoffnung, ja, das war das letzte Spiel, was die produzieren wollten, weil die kein Geld mehr hatten. Ja. Die wollten sich noch ihr letztes Spiel verwirklichen. Ja. Aber das kam bei den Fans so gut an, dass es die gesamte Firma wieder gerettet hat. Also wie gesagt, der erste Teil der Final Fantasy Reihe ist so unglaublich gut, obwohl es hat so wenig Story, wirklich sehr wenig Story, aber es ist musikalisch ist es super, ja gut, grafisch, ja, ne? Es ist halt noch nicht wirklich gut, aber es hat so viele Sachen, die das Spiel einzigartig machen. In 2
war zum Beispiel das Level-System einfach unterirdisch. Ja, es war ein guter Anfang. Warte mal kurz eine Minute. Weil es war nie geplant, dass nach Teil 1 überhaupt noch ein Teil 2 kommt. Deswegen mussten die sich quasi irgendwas aus den Fingern saugen. Ja. Wo sollen wir anfangen? Deswegen ist es halt erst im Nachhinein immer besser geworden. Also wie gesagt, der erste ist super, der zweite ja gut, ne? Es hat, also der Pluspunkt an 2 ist zum Beispiel Sid, der ja auch dann in jeden weiteren Teil kommt. Der hat da eine richtig gute Story da drin, finde ich. Was für mich persönlich gut ist, sind die Schokobos, weil sie da das erste Mal auftauchen. Und ich liebe Schokobos. Es gibt nichts Schöneres als Schokobos. So wie ab Teil 3 die Mogris. Es gibt nichts Besseres als Schokobo und Mogris. Es könnte das ganze Spiel nur darum gehen. Nur um diese zwei Sachen. Dann wäre ich schon glücklich. So. Aber die Story hat mir einfach überhaupt nicht gereizt. Die Musik ist zwar auch wieder super. Die höre ich mir sogar nachts zum Schlafen an. Oder zum Lesen. Also die Musik ist 1A top. Aber die Story haben sie da echt verkackt. Teil 3 ist auch wieder super. Teil 4 auch. 5 kenne ich nicht. Kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe es angefangen. Das, was ich damals gespielt habe, fand ich nicht gut. Aber ich habe es nicht weit genug gespielt, um es beurteilen zu können. Genauso wie 6. Ja. 6 fand ich zwar gut, kann ich aber auch nicht beurteilen, ob es wirklich so bleibt. Weil bis wohin hast du Teil 6 gespielt? Ich glaube, die ersten 2-3 Spielstunden habe ich gespielt. Bis wohin genau, weiß ich es nicht mehr. Wirklich nur die ersten 2-3 Stunden. Das, was ich gesehen habe, fand ich gut. Musikalisch auch wieder 1A. Aber ich kann es leider nicht weiter beurteilen als diese 2-3 Spielstunden. Boah, dann hast du nur an der Oberfläche gekratzt. Ja. Darf ich dich ein bisschen bei der Story spoilern? Wirklich nur ein bisschen. Pass auf, es geht ja darum, wie hieß der Bösewicht? Kefka oder sowas? Kefka, ja. Ja, es geht ja darum, Kefka wird zu dem Bösewicht und du sollst ihn aufhalten. Mhm. Und weißt du, was passiert? Du schaffst ihn nicht aufzuhalten. Er vernichtet die ganze Welt. Okay. Und weißt du, was mit den Helden passiert? Oh Gott, möchte ich es überhaupt wissen? Die sagen sich, okay, wir müssen jetzt in dieser zerstörten Welt leben. Und dann geht die Geschichte weiter. Okay. Ah, ich möchte Teil 6 spielen. Also ich weiß noch, dass mich, ich weiß gar nicht, wie hieß es, Terra? Oder die heißt ja in 2 Versionen anders. Die heißt ja einmal Terra und einmal heißt sie noch irgendwie anders. Ja, ich meine, ich habe auch Terra im Kopf. Also, wie gesagt, ich kenne nur Terra. Genauso wie in der einen Version hat sie, ich glaube, grüne Haare und in der anderen Version hat sie nochmal andere Haare. Oder waren das rosa? Oder ich weiß es nicht mehr genau. Es gibt auf jeden Fall jetzt mindestens 2 Versionen und in beiden Versionen ist sie komplett anders. Und ich kann mich auf jeden Fall daran noch erinnern und auch an Bix und Wedge in diesen diese Maschinen, wo sie da drin, die drei da drin sitzen und dann da langlaufen und diese Intro-Sequenz da läuft im Schnee. Und ich weiß noch, dass mich das damals so gefesselt hat, aber ich wollte es damals nicht weiterspielen, weil ich wollte es halt immer chronologisch machen. Ich wollte immer die Teile chronologisch spielen, ich habe es nie geschafft. Deswegen versuche ich das ja jetzt im Stream und als Let's Play so ein bisschen zu machen, dass ich die Final Fantasy-Teile so chronologisch wegspiele. Und ja, Teil 6 ist noch so lange hin. Teil 6 ist Hammer. Ich freue mich schon richtig drauf. Seht euch ich das Herz an. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe Teil 6 auch noch nicht ganz durch, weil storytechnisch kam dann so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, nee, das ist jetzt so hart, jetzt will ich nicht wissen, wie es weitergeht. Okay. Also deutet alles auf Boxfleischs Männer hin. Ich bin echt gespannt. Also im Let's Play bin ich jetzt bei Final Fantasy 4 After Years. Davon bin ich ja bis jetzt noch gar nicht überzeugt. Im Stream spiele ich jetzt gerade Final Fantasy 3. Das habe ich jetzt gerade angefangen diese Woche. Ja, die Neuauflage auf dem Gamecube oder so habe ich mal zufällig gesehen. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Leiche hier schon fertig durchsucht hatte. Wie ihr seht. Eine klare Botschaft an jene, die zu viel reden. Banditen? Ja. So subtil geht nur. Kann gleich weitergehen. Ich möchte erstmal nur dieses hier kurz beenden. Dass eine Leiche. Ja, kein Problem. Ich lese ja auch gerade bei mir ein paar Sachen. Danke. Das ist der Beweis, den ich brauchte. Weil ich glaube, sonst finde ich hier heute gar nicht mehr zurecht. So, jetzt. Okay, das mit der Autopsie ist fertig. Ja, Witcher ist tatsächlich meistens etwas komplizierter. Bei Daylight könnte ich jetzt nebenbei herreden, aber es ist erst 23.48 Uhr. Ja, bei Daylight ist Türen öffnen und Gliedmassen abschießen. Ja. Ich möchte ja heute ein bisschen länger machen tatsächlich, deswegen ist Witcher noch ein bisschen dran, bevor ich halt wirklich mich ans... na gut, eigentlich werde ich bei Dead by Daylight mal als erstes getötet. Also eigentlich geht das Töten mir. Achso, nee, ich habe jetzt Dead by Daylight mit Dead Space gerade verwechselt. Ah, Dead Space habe ich aber auch, zumindest den ersten. Den ersten habe ich. Aber da habe ich mich auch nie reingetraut. Ich habe das bei einer Let's Playerin damals vor... Gott, wann hat die angefangen? Oh, ja, ich glaube 2010 rum. 2010, 2011 rum. Das mal als Let's Play gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich glaube Tyrafine. Ich glaube, so ungefähr hieß sie. Und ich wollte es immer mal zocken. Ich habe mich nie getraut. Genauso wie ich Mass Effect mal spielen möchte. Dann warte, bis die Neuauflage kommt mit neuer Grafik und so. Echt? Soll die kommen? Die ist schon bei Steam, glaube ich, sogar draußen oder kommt jetzt demnächst. Okay. Da sind dann direkt alle drei Teile neu aufgelegt. Die meiste Arbeit haben die natürlich in Teil 1 gesteckt, um da die Grafik wieder hochzupumpen. Und die haben viele Sachen an der Steuerung besser gemacht und auch noch ein paar andere Sachen. Okay. Die haben ja aus Teil 1 dazugelernt und in Teil 2 eingebaut. Und in der Neuauflage haben die diese Verbesserung direkt in Teil 1 mit integriert. Okay. Ja, mal gucken. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe Teil 1 und 2, meine ich. Ja. Müsste ich haben. So. Ich habe die Ergebnisse der Autopsie. Und? Ich bin sicher, das waren Banditen. Boxfleischsmänner. Woher wisst ihr das? Alle Indizien weisen darauf. Mein Problem ist, wenn mir ein Spiel Boxfleisch richtig gefällt, Mann getötet, versuche ich meistens alle Erfolge zu machen. Also ging alles gut. Ja. Kenne ich auch. Wo kann ich ihn finden? Und dann bin ich frustriert, wenn ich es nicht hinkriege. Oder in seiner eigenen Klitsche, ganz in der Nähe. Tatsächlich ist Assassin's Creed 2 das erste Spiel, wo ich meinen PlayStation 3 Controller geschossen habe, weil ich ihn gegen die Wand geworfen habe. Nein, echt? Ja. Tatsächlich ist bei mir nie passiert. Doch, das ist das erste Mal passiert, dass sowas und dann nie wieder. Weil der Erfolg soll eigentlich nicht schwer sein. Du musst mit einem Wurf Sand irgendwie 7 Wachen auf einmal oder so treffen. Und ich habe über eine Stunde gebraucht und es hat nicht geklappt. Dann habe ich nur 5 getroffen, dann habe ich nur 6 getroffen, dann habe ich 4 getroffen, dann haben die Attacke unterbrochen. Und nach über einer Stunde ist der Controller fliegen gegangen. Oh, kacke. Also tatsächlich, bei mir ist das nie passiert. Es sind öfters mal Controller geflogen, aber sie sind nie kaputt gegangen. Ja, doch. Ich habe damals an der Brennmaschine im Maschinenbau gearbeitet. Und Teile mit 20, 30 Kilo von A nach B schleppen war nichts Ungewöhnliches. Da hat man ein bisschen mehr Kraft in den Armen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt habe ich hier mal wieder in diesem Spiel einen Hänger. Weil ich mal wieder nicht weiß, wie ich weiterkommen soll. Jetzt hier macht es aber nicht wirklich einfach. Ich habe auch in der gesamten Deponia-Reihe alle Erfolge bis auf 2. Boah, das mir etwas voraus, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Mein Freund hat auf jeden Fall, zumindest bei Deponia 1 hat er die Errungenschaften fast alle.
Also ich habe alle vier Deponia-Teile mir separat gekauft. Ein Kumpel von mir hat die Collector Edition gekauft, wo die ersten drei Teile zusammen sind. Und ich mag das Spiel so sehr, und wir haben unsere Accounts miteinander verbunden, dass ich über ihn nochmal die ersten drei Teile gespielt habe, um alle Erfolge zu machen. Und allein in dieser Collection sind es, meine ich, 98 Erfolge. Boah. Heftig. Oh. Ich werde dich gleich einmal ganz kurz allein lassen müssen. Ich muss nämlich einmal ganz kurz wohin. Moment, war das ein Hint, dass ich jetzt Beleidigungen im Chat schreibe? Eigentlich nicht, aber ja, es kommt öfters mal ab diesem Punkt, ja. Es gibt so ein, zwei Personen, da kommt das ab und zu mal. Wir haben darüber geredet, deswegen muss jetzt der Joke kommen. Ja, aber tatsächlich, jedes Mal, wenn ich das dann mache, weil ich finde es ja menschlich, dass man mal auf ein gewisses Örtchen gehen muss. So, weil, kannst du dir nicht eine Inkontinenzwindel kaufen oder so? Das scheinbar nicht, nee. Ich kann mir auch noch am besten, vielleicht lege ich mir das nächste Mal in den Schlauch rein, damit ich, ne? Ja. Damit ich das direkt so. Hast du mal darüber nachgedacht, dass durch deinen Gang aufs Klo sich Rollstuhlfahrer diskriminiert fühlen könnten? Oh Gott, wenn ich jetzt damit anfange, da müssen sich ja so viele diskriminiert fühlen. So, Wiedersehen, ich halte dich Lichtdecke auf. So. Dann werde ich das einmal wieder schließen. Aber welche? Ich helfe jederzeit. Okay. Ich hab dann. Achso, doch, wir könnten ja gleich noch mal kurz zu Dingen zurück. Aber ich will hier erstmal kurz gucken. Nee. Hier ist er nicht wieder aufgetaucht. Dann gehen wir noch mal kurz zu Raimund. Du hast immer noch nichts zu sagen? Nein. Adieu. Wie gesagt, bei ihr glaube ich ja, dass das im dritten Kapitel der Fall ist. Für Mickrige sollte es das nicht wert. Was ist das? Dann gehen wir einfach nochmal zu Raimund. Aber ganz kurz. Ich würde das Raumproblem einmal. Ach ja, wieder lüften. Ja, das tat tatsächlich weh. Meine Güte. Ihr bringt nur Ärger. Ja, wir bringen nur Ärger. So, hallo Raimund. Endlich seid ihr hier. Hört zu. Ich habe unumstößliche Beweise. Kalkstein hat mit Boxfleisch zusammengearbeitet. Was machen wir mit dieser Information? Wir stellen ihm eine Falle. Auch wenn das gefährlich sein kann. Holt eure Ausrüstung und kommt dann wieder. In Ordnung. Ja? Wir haben doch unsere Ausrüstung bereits zusammen, oder nicht? Eure Ausführungen sind etwas unstimmig. Hexer, versteht mich nicht falsch, aber das ist wirklich nicht mein erster Fall. Ich warte schon seit Jahren durch diesen Sumpf. Ich erzähle euch ja auch nicht, wie man Ungeheuer tötet, oder? Mit Ungeheuern kann ich umgehen. Und ich kann diese Ermittlungen durchführen. Was ich jetzt gerade wüsste, ist, wenn wir diese Quest fertig haben, lernen wir dann im dritten Kapitel, beziehungsweise sind dann die Quests, die wir dann noch haben, bezüglich, kommen wir auf den Friedhof, blabliblub, sind die dann noch gültig oder gelten die dann als abgebrochen? Das wüsste ich halt gerne. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich die ändern nicht mehr als verdächtig. Melden kann.
Weil zum Beispiel Thaler möchte ja, dass wir ihm sagen, dass er nicht mehr verdächtig ist. Erzählt mir etwas über den Kommandeur der königlichen Wache. Ich habe ihn kürzlich in der Stadt gesehen, wo er Perverse verprügelt hat. Wozu? Was gibt's da zu fragen? Jeder weiß, dass der Kommandeur der Wache jeden hasst, den er als abnormal bezeichnen kann. Jeder weiß das. Aber die wenigsten kümmert's. Ja? Etwas macht mir Sorgen. Ihr könnt ganz offen sprechen, Geralt. Ihr könnt mir vertrauen. Nein. Ganz ehrlich, ich vertraue ihm nicht. Es geht um euch. Es kommt mir vor, als habt ihr euch irgendwie... Ich bin die ganze Zeit da, ich war gar nicht weg. Nicht so schüchtern. Was meint ihr genau? Ich hab mich nur schweigen gehört. Jedes Mal, wenn ich hier so bin. Ist das also. Das müssen meine Schutzamulette sein. Die Salamander können jederzeit auftauchen. Ich dachte, du wärst vielleicht auch irgendwohin verschwunden. Stark. Ein Meistermagier hat diese Amulette angefertigt. Das ist kein Tand vom Markt. Das ist nicht meine einzige Sorge. Was denn noch? Ich vertraue dem Typen nicht. Nicht im geringsten. Und Geralt ja auch nicht, wie mir scheint. Ja gut. Ich bin bereit für Boxfleisch. Machen wir es doch einfach mal. Er ist der Anführer vom bewaffneten Arm der Salamander. Ist ein Mann mit einem Monokel oder mit einem Ziegenbart? Die Spiele kennst du nicht, ne? Nein. Okay. Ich hab zwar alle neu, aber ich hab sie nie gespielt. Ja, dann hatte ich das nämlich richtig in Erinnerung. Also den ersten habe ich ja durchgespielt schon mal. Allerdings auf eine andere Art und Weise, als wie ich jetzt gerade spiele. Ich spiele tatsächlich anders als wie beim ersten Mal. Und 2 und 3 kenne ich gar nicht. Also 3 nur bis maximal 10% vielleicht davon. Und 2 halt überhaupt nicht. Da bin ich schon gespannt, was mich dann da erwartet. Das wird nicht leicht. Aber ich werde es versuchen. Ich muss Boxfleisch töten. Wenn du mir jetzt noch sagst, wann und wo, wäre ich zufrieden. Boxfleisch töten. Kann ich jetzt eigentlich mit den anderen reden und denen vielleicht sagen, dass sie nicht verdächtig sind? Bei Vivaldi, das wissen wir ja schon. Ich kann den Kampf kaum erwarten. Ach, wo ist denn Kalkstein? Der Kalkstein hat Kalkstein eingesetzt oder gesoffen. Wäre Rubedo nicht besser? Hey, wir hatten ja eben noch kurz das Thema Flickenfest. Mhm. Oh, tut mir leid. Da kann ich dir auch nur den achten Teil auf jeden Fall ans Herz legen für die PS2. Das kam leider zu einer Zeit, als ich in der Phase war, wo ich viel Geld zur Verfügung hatte und sobald was Neues rauskam, habe ich es mir gekauft. Okay. Und dann wurde das Alte jedes Mal liegen gelassen. kenne ich irgendwoher. Ja, und Teil 8 hat auch noch das Problem, dass es... Ja, es ist groß und außerhalb der Story kannst du auch noch dich verlieren. Also wieder eins, ein Spiel für mich. Wo ich wahrscheinlich wieder mit einem anderen beschäftigt wäre, als mit der Hauptstory. Ja, du hast einen Alchemiekessel oder sowas. Und in diesen kannst du Items reinschmeißen, um ganz neu zu erschaffen. Ach du grüne Neune. Ja, ich weiß, womit ich meine Zeit verbringen würde. Auf diese Weise kannst du halt die besten Items im gesamten Spiel erschaffen. Die stärksten Waffen und so. Außerdem
kannst du, ich weiß nicht, ob alle, entweder fast alle oder alle Monster, die es in der Spielwelt gibt, ab einem bestimmten Zeitpunkt wie bei Pokémon fangen und in einer Arena gegeneinander antreten lassen. Okay, noch ein Pluspunkt. Und bei diesen Kämpfen, wenn du dir dein Team zusammenstellst, gibt es gewisse Konstellationen von Gegnern, die du haben kannst, die extrem schwach sind. Zum Beispiel gibt es eine Kombination aus Golems. Der stärkste ist der Goldgolem. Den willst du natürlich gerne haben. Aber dann gibt es den Silbergolem, den Bronzegolem und den Kupfergolem. Und die anderen sind eher schwach. Aber zusammen ergeben die schon wieder einen ganz neuen, weil die im Kampf fusionieren oder sowas. Und das macht dich halt wieder extrem mächtig. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich, wie gesagt, ich weiß, womit ich meine Zeit verbringen würde in dem Spiel. Es ist ungefähr wie jetzt hier gerade bei Witcher die ganze Zeit mit meinen Pokerspielen. Also ich war, glaube ich, vorhin die ganze Zeit einfach nur dabei, irgendwelche Pokerspiele zu gewinnen. Nachdem ich endlich mal verstanden habe, wie es funktioniert. Ja, Squint, oder wie sich das nennt. Ja, hier ist es aber tatsächlich noch kein Gwint. Hier ist es tatsächlich einfach wirklich nur ja, Würfelpoker. Und ich habe es... Ach so, ja, ab dem dritten Teil hieß es Gwint. Wir haben das als Saugspiel irgendwann mal gespielt. In meiner alten Wohnung. Das war noch in einem anderen Dorf, wo ich damals gewohnt habe. Da hatten wir halt so eine Musikantengruppe und die haben mich halt öfters mal so, ne, zum Saufgelage eingeladen. Und dann gab es da halt auch so Würfelspiele, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ja, was wollt ihr jetzt von mir? Und das war auch dieses Würfelpoker, wo ich dann auch gedacht habe, was willst du jetzt von mir? Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Das hier, was ich jetzt hier gerade mache. Das ist dieses Würfelpoker. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich da durchgestiegen bin. Obwohl es eigentlich so einfach ist. Ja. Man muss halt einfach nur Glück haben, dass man die richtigen Paare kriegt. Bei meinem ersten PlayStation 1 Spiel gab es auch so ein Würfelspiel. Das habe ich partout nicht verstanden. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, mein allererstes PlayStation-Spiel war damals. Also einmal Formel 1 2000. Dann Medieval 1. Wo man ja so ein komisches Skelettfuzzi da spielt. Ja, ich weiß, das kenn ich. Sir Danny Fortescue hieß der, glaube ich. Gott, ich hab's geliebt. Und Legacy of Kain Soul Reaver 1. Das waren meine... Soul Reaver 1 war auch cool. Ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt und ich lieb's heute noch. Lieb's heute noch. Also mein allererstes Spiel auf der PlayStation 1 war Suikoden. Auch geil. Wie bereits erwähnt, mein Problem ist, ich bin Legastheniker und was ich damals beim Kauf nicht wusste, dieses Spiel gibt's nur mit englischen Texten. Ja, ich habe es durchgespielt, ohne ein einziges Wort zu lesen. Ich hing an einigen Stellen wirklich mehrere Tage fest, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen musste. Und das ist irgendein asiatisches Würfelspiel. Oh, bis ich irgendwann begriffen habe, was das macht. Du würfelst mit drei Würfeln, 3W6, in eine Schale. Hast du zwei gleiche Zahlen? Hast du das gewürfelt, was die letzte Zahl war? Das heißt, wenn du zwei Sechsen gewürfelt hast oder zwei Einsen oder zwei, sag mal, du hast zwei Sechsen gewürfelt und eine Eins, hast du eine Eins gewürfelt. Okay. Hat der andere zum Beispiel zwei Dreien gewürfelt und eine Vier, hat er dich geschlagen, weil bei ihm zählt die Vier. Hast du dreimal dieselbe Zahl, war das wieder ein Special, was man nur mit drei gleichen Zahlen schlagen musste. Hast du 4, 5, 6 gewürfelt, hast du automatisch gewonnen. Hast du 1, 2, 3 gewürfelt, hast du automatisch verloren.
Okay. Na gut, kommt rein. Ja, aber nicht schlecht.